Ahoi und hallo zum dritten Film der Broly-Trilogie. Ja, hier gibt es back-to-back die beiden Broly-Filme. Das liegt allerdings nur daran, dass die beiden Filme vom Erscheinungsjahr auch im gleichen Jahr erschienen sind. Ansonsten wäre die Reihenfolge vermutlich anders gelaufen. Lasst auf dem Video gerne ein Like da und abonniert noch den Kanal für weiteren Film- und Serien-Content. Und damit starten wir rein. Wir beginnen den Film mit Baron Yaga, dem Bösewicht des Films, der einen Hass auf Mr. Satan hat. Es erscheinen wohl die nach dem Film benannten Bio-Krieger. Okay, also bekommen wir hier einen... Moment, war das ein Saiyajin-Schwanz? Bei Mr. Satan selbst läuft es nicht so besonders. C-18 ist bei ihm zu Hause und auch Trunks, Son Goten und Krillin. Diese bemerken da ein fliegendes Auto, das auf dem Grundstück von Mr. Satan auftaucht. C-18 ist bei Satan zu Hause, weil sie ihn beim großen Turnier der Buu-Saga hat gewinnen lassen und Satan C-18 bis heute nicht ausbezahlt hat. Mr. Satan hat das Preisgeld noch nicht bekommen, doch C-18 will davon nichts wissen. Mr. Satan wird schließlich vom Riddler von Wish zu einem Kampf herausgefordert. Dieser droht Satan mit einer Geschichte von früher. Er soll gegen sogenannte Bio-Kämpfer antreten, doch C-18 wittert da schon etwas und kommt natürlich mit. Auch Trunks und Son Goten haben sich den Weg in den Wagen erschlichen und Krillin, der bleibt erstmal zurück. Sie kommen auf der Insel des Baronen an und dort bekommen auch die Helden erstmal die Bio-Krieger gezeigt. Mr. Satan nimmt die Gegner natürlich nicht so ernst. Als Yaga dann auftaucht, sehen wir, dass es sich dabei um einen ziemlich kleinen Pimpf handelt. Als dieser sich an C-18 ranmacht, bekommt dieser natürlich gleich mal eine Quittung dafür. Trunks erzählt uns, wie das mit dem Bio-Zeug funktioniert, also aus einer kleinen Zelle neues Leben erschaffen und so. Wurscht. Und Mr. Satan kommt in die Kampfarena, in der er gegen das Bio-Personal antreten soll. Trunks und Son Goten bemerken den Priester aus dem letzten Broly-Film. Was das wohl zu bedeuten hat? Satan bekommt schnell aufgezeigt, dass er gegen diese Bio-Kämpfer keinerlei Chance hätte und schafft es mit mehr Geld, C-18 zu überreden, für ihn anzutreten. Sehr cool, ich mag ja C-18. Mehr Frauenpower immer gerne. Auch Trunks und Son Goten dürfen mitkämpfen und die Bio-Kämpfer werden von den drei mal ganz schnell außer Gefecht gesetzt. Der Baron hat jedoch noch einen Trumpf in der Hand und zeigt ihnen das Labor. Wobei Trunks und Son Goten sich auch etwas umschauen und dabei machen sie eine fürchterliche Entdeckung. Und da befindet sich doch Broly im Tank. Der Priester fand etwas gefrorenes Blut und verkaufte dieses an den Baron und aus diesem klonten sie den legendären Super Saiyajin zurück ins Leben. Der Baron selbst ist sich sicher, dass auch Broly ihm gehorchen wird. Das klappt bestimmt. Trunks und Son Goten feuern ein gemeinsames Kamehameha ab. Wieso kann Trunks das? Naja, sie wollen damit verhindern, dass Broly aufgeweckt wird. Doch zu spät, der nackige Broly ist wach. Dieser prügelt sich durch die Schutzbarriere und verschmilzt mit dem Glibber und wird zu einem Monster. Der Hund springt in die komische Suppe, die abläuft, und schmilzt. Mr. Satan fordert erneut die Hilfe von C-18 und diese geht auch gleich mal auf den Bio-Broly los. Doch ihre Angriffe jucken das Monster mal so gar nicht. Und sie wird niedergestreckt. Broly interessiert sich auch sehr wenig für die Bauchschmerzen von Mr. Satan und dieser muss von Trunks gerettet werden. Die beiden Kids gehen in den Super Saiyajin und gehen auf Broly los. Doch Broly bleibt ein Monster, die beiden kommen einfach nicht gegen ihn an. Darf hier mal erwähnt sein, dass es immer noch sehr schade ist, dass wir hier keinen Gotenks bekommen? Broly zerlegt das Labor Stück für Stück und tötet auch den Baron. Die restliche Truppe versucht sich zu verziehen und auch der Priester möchte mit seinem Geld abdampfen. Jedoch kommt der grausame Schleim zu ihm und den weiteren Doktoren und saugt diese ein. Sehr grausam. Der Kampf gegen Broly läuft derweil eher schwierig und Trunks wird in die Wand gerammt. C-18 ist auch wieder da und schließt sich dem Kampf wieder an. Doch wird auch sie direkt wieder niedergestreckt. Nun muss ihr Krillin zur Hilfe eilen. Auch Mr. Satan darf gegen Broly einen Treffer landen, leider ohne Wirkung. Die beiden Knirpse versuchen erneut Broly den Rest zu geben und es sieht deutlich besser aus. Mit einer Tag-Team-Schockwelle fertigen sie ihn ab, doch dann versucht Son Goten Mr. Satan zu retten und wird erwischt. Trunks wird von Broly geschnappt und absolut vermöbelt. Alleine ist er chancenlos. Broly möchte ihn zerquetschen. Oh, der Baron lebt ja doch noch. Nur sowas. Broly greift ihn erneut an. Son Goten kommt Trunks wieder zu Hilfe und wagt einen letzten Angriff. Doch dieser hat sich an der Schulter verletzt und verliert schließlich. Da kommt Krillin mit dem Energiediskus und trennt Broly den Kopf ab. Jedoch auch das ohne Wirkung und er und C-18 bekommen einen weiteren Treffer ab. Trunks kommt auf die Idee, Broly in das ätzende Zeug hineinzulocken, da dieser absolut alles aufsaugt. Dabei helfen tut wieder der Hintern von Trunks und der im Deutschen zensierte Mittelfinger. Trunks schießt ein Loch in den Schleimtank und dieser bricht aus und erwischt Broly vollständig. Dieser löst sich in der Suppe schließlich auf. Trunks rettet Son Goten vor der Suppe, muss jedoch feststellen, dass Broly doch noch immer lebt und immer größer wird, allerdings nicht ganz stabil ist. Die Helden haben überlebt und die ganze Insel wird mit der lila Suppe überzogen. Unsere Helden retten schließlich die Ärzte und tatsächlich auch den Baron und den Riddler. Die beiden Schurken bereuen schließlich ihr Handeln und der gute Mr. Satan wurde mal wieder vergessen. Als die Suppe jedoch mit Wasser in Verbindung kommt, wird diese hart und dadurch aufgehalten. Mit einem Triple Kamehameha erzeugen die drei eine Riesenwelle, sodass die Insel komplett überspült wird und die Suppe aufgehalten wird. Das klappt auch sehr gut. Doch da taucht ein gigantischer Riesen-Broly auf. Kriegt man den eigentlich nicht down? Naja, doch.
Durch das Salzwasser wird Broly hart und wird von den beiden Kleinen gesprengt. Und damit hat es sich mit Broly endlich erledigt. Und diesmal auch wirklich. C18 leiert Mr. Satan 100 Millionen aus den Rippen und dieser schwimmt nach Hause. Und mit diesem schönen Anblick fällt der Vorhang. So, damit haben wir die Broly-Trilogie abgeschlossen. Eine wirklich interessante Mini-Reihe, muss ich zugeben. Ich finde zwar den Weg, den Broly gekommen ist, vom legendären Super Saiyajin zum legendären Schleimklumpen doch sehr bizarr, aber die Filme sind ziemlich unterhaltsam und geben Son Goten und Trunks deutlich mehr als in der Serie, was ich sehr befürworte. Es gibt einiges von Mr. Satan, C18 und auch Krillin darf etwas scheinen. Also eine wirklich runde Sache. Doch ist Broly nun wirklich tot? Vielleicht finden wir das ja im Rahmen dieses Adventskalenders noch einmal heraus. Aber bis dahin soll es das von mir gewesen sein. Seid gerne morgen wieder dabei, denn ich bin Wombat und damit Tiddelü!